Oh nein, hol's nicht raus. Hol's bitte nicht raus. Hol's nicht raus. Nein. Das mein What? Bargeld. Oh mein Gott, wie kann man so durch die Stadt laufen? Also auf meinem Privatkonto, ich zeige euch jetzt nicht mein Geschäftskonto, das aber, also ich da ist nie viel Geld drauf so, habe ich aktuell stolze. Freunde, was geht? Neues Video auf dem zweiten Account. Ich will nicht viel labern, wir legen direkt los. Mahan hat ein neues Video hochgeladen. 20-Jähriger holt Batzen aus der Tasche raus. Ich glaube, viele von euch haben das Video auch gesehen auf dem zweiten Account. Und zwar das hier. Der junge Boy hatte irgendwie ein. Also, auf jeden Fall haben es alle in die Kommentare geschrieben bei mir. Der hatte irgendwie ein Outfit an. 40.000 € Outfit. Und anscheinend war alles davon Pan dabei. Haben alle in die Kommentare damals bei YouTube geschrieben bei mir. Deswegen anscheinend irgendwie alles Pan dabei oder so. Keine Ahnung. Und er ist jetzt nochmal in dem Video. Und holt irgendwie Batzen raus. Ich keine Ahnung. Wir gehen rein. Hau Let's raus. go. Gerade habe ich 4.181 € auf dem Konto. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin, also Beamtin im gehobenen Dienst. Würdest du vielleicht sagen, was du auf dem Sparkonto hast? Mit 15 Jahren? Quasi mein Bares jetzt, was ich. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, 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 nein. Jetzt hiermit habe. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. So. Die Frage der Fragen. Wie viel Geld habt ihr aktuell auf dem Konto? Und da werden direkt die Handys gezogen. Was habt ihr auf dem Konto? Komm, an die Leute, die es jetzt. Wir sind hier unter uns, Jungs. Wir sind hier unter uns. Schreibt mal in den Chat, was ihr auf dem Konto habt. Jetzt werden hier, wird hier Tacheles gesprochen. 90 €. Let's go, Enrico. Let's go, Enrico. Perfekt. 9K? Stark. Perfekt. Müssen wir kurz warten, bis das Online-Banking auf 4,5, ist. Leute, kennt 63, das. 2,7K. Gesichtsverifikation. 4K. 80k oder 80, also 80 Euro. So, bist du ready? 21 so, Euro, raus. 1k, Gerade habe ich 10k. 4.100. 16k mit 13, das ist crazy. Minus 300 wegen Sacralyzer. Wie viel hast du auf dem Konto? Also auf meinem Privatkonto, ich zeige euch jetzt nicht mein Geschäftskonto. Ich zeige euch nicht mein Geschäftskonto. Mein Privatkonto, das ist so, von dem Konto zahle ich so mein Essen und so weiter halt. Habe ich aktuell stolze. Das aber, also ich, da ist nie viel Geld drauf so. Habe ich aktuell stolze 1800. 81 € auf dem Rich. Konto. What the fuck? 4000? Ja, ich habe gerade 407 €. 407 € hast du und. Ja. Crazy. Also du hast 4000 Ja. und du hast 400. Ja. So. Ich würde sagen, das, was du auf dem Konto hast, ist ja so das, was gängiger ist. By the way, ich habe noch nicht einen einzigen Cent mir von Sacralyte auszahlen lassen. Von den drei Releases jetzt, wo wir einen sehr guten sechsstelligen Betrag umgesetzt haben, habe ich nicht einen Cent ausgezahlt. Wird auch erstmal so bleiben, weil solange ich es nicht brauche, immer schön Geld in der Firma lassen, ne? Ist, ne? So, also 400 auf dem Konto zu haben, ey, das ist Trimax. Hallihallo! Oh, moin! 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 What the fuck? Was? Digga, wie random. Moin, ne? Wie kommst du an. Warte. Hallihallo! Oh, moin! Moin! Moin, ach moin, ne? Wie kommst du an 4.000 €? Ich habe ein bisschen Geld von meinem Opa bekommen, weil ich mir ein Auto gekauft habe und einen kleinen Unfall gebaut habe. Oh, okay, krass. Also du hast das Geld von deinem Opa sozusagen bekommen, Ja. dafür, dass du diesen Unfall gebaut hast. Ja, aber auch einfach so ein bisschen, weil Ach ich habe so. auch ein neues Handy gebraucht, habe mir jetzt eins gekauft. Okay. Was? Imagine, du baust Unfall. Und dein Opa gibt dir so einfach zur Belohnung 4K. So, ja, Opa, ich habe einen Unfall gebaut. Mein Leben geht den Bach runter. Ah, hier hast du 4K. Also, nicht das jetzt, ne? Ist ja nichts Schlechtes, aber wie random so. Er sagt so, ja, ich habe einen Unfall gebaut. Was hast du vor, jetzt zum Beispiel mit diesem Geld jetzt in Zukunft anzustellen, wenn ich dich fragen darf? Also, erstmal will ich mir ein paar Klamotten holen und den Rest packe ich dann aufs Sparbuch. Ah, okay. Erstmal ein paar Klamotten, was schon. Unfall vom Auto reparieren mit dem Geld? Unnötig? Lieber Klamotten kaufen. Ob man sich dann so. Ich habe mir erst zwei Hosen bestellt und Sonntag kommt neue None of Us Kollektion. Da will ich mir die beiden Trackies holen, die rauskommen. Okay. Let's go. Okay. Der Boy hat auch hier, kann man sich mal den Drip anschauen. LV Trainer, was ist das für eine Jeans? Das ist von Bershka einfach. Ah, von Bershka. Aber der Style ist cool. Aber auch bei dir ist der Style sehr nice. So. Also du gibst dein Cash für Klamotten sozusagen jetzt aus und den Rest packst du aufs Sparbuch. Also hast du keine andere Art und Weise, wie du dein Geld investierst, um es zu vermehren oder sonst was? Ich habe überlegt, aber ich habe noch nichts so gefunden. Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du mit deinem Geld um? Also ich habe jetzt 400, wegen Auto und so. Also mein Auto war kaputt, ein bisschen Reparatur. Und ansonsten halt mein Gehalt. Ein bisschen das investiere ich da in Aktien. Ah, das ist Ein doch Teil cool. davon spare ich dann. Das ist immer wichtig, so finde ich. So, ne, gerade in eurem Alter ist es sehr wichtig, glaube ich, was nochmal zur Seite zu legen. Und zum Beispiel Aktien. Man kann sich das ja selber. Ja, wisst ihr, was krass ist? Also,
ist jetzt auch kein Flex, so, das soll jetzt nicht so rüberkommen, aber ich habe noch nie, also wie soll ich das am besten sagen, ohne dass es komisch rüberkommt, also ich komme aus einem nicht reichen Haushalt, so, meine Eltern sind getrennt, seit ich 2 bin, ich habe mit meiner Mutter gewohnt, meine Mutter hat auch mehrere Jahre Hartz IV bekommen und sowas, also wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt, bla bla bla, ich war jetzt nicht am Verhungern, wir hatten aber auch nie irgendwie viel Geld oder so, ne, also alles, was ich habe, ist selbst finanziert, selber mein Geld, immer mein Geld selber verdient. Und irgendwie seitdem ich so 15 bin, verdiene ich schon mein Geld so mäßig. Damals halt mit Resellen, an die OGs, die sich noch an die Zeit erinnern, Jan.Resell, Grüße gehen raus. Da habe ich schon mit 15, 16 sehr gutes Geld verdient. Dann kam irgendwann dieses ganze YouTube-Kram, jetzt auch noch Brand und alles, bla bla bla. So, ich war nie so jung und hatte kein Geld. Also, ich war auch nie reich, so. Aber ich kenne das gar nicht, so, dass man mal so einen Monat hat, wo man so 20 € auf dem Konto hat oder so. Ich muss aber auch sagen, ich bin so einer, ich weiß sehr, sehr gut, mit meinem Geld umzugehen. So, ich wirtschafte sehr gut mit meinem Geld, finde ich. Weil ich höre es auch immer so von Kollegen, so, boah, fuck, ey, ich habe nur noch 50 € auf dem Konto und so. Auch hier haben es gerade manche in den Chat geschrieben. So, das hatte ich irgendwie noch nie so. Aber es ist ja gut, so, ist ja gut, aber... Aussuchen, was man investiert. Es gibt ja heutzutage tausende Möglichkeiten, ob Gold, ob... Aber Jungs, ich bin das Zeichen dafür, dass jeder von euch es schaffen könnt. Ihr braucht keine... Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Bill Gates bin, so, what the fuck, so meine ich das auch nicht. Aber ihr braucht kein gutes Haus, bla bla, ihr braucht es alles nicht. Ihr müsst einfach nur auf euch fokussieren, euer Ding machen, immer durchziehen, das, worauf ihr Bock habt. Und irgendwann kommen die Bags. Aktien, ob der, keine Ahnung, McDonalds-Gläser, die man da bekommt. Ey, cool, dass ihr mitgemacht habt. Ja, Digga, ich kenne das ja auch von Kollegen. Ich habe so Kollegen, die kriegen dann ihr Gehalt und das ganze Gehalt von denen geht sofort drauf für die Klarna-Rechnung. Die haben dann irgendwie noch eine offene Klarna-Rechnung von 500 € oder so, oder von 1.000 €. Die kriegen Gehalt, dann Klarna-Rechnung wird direkt abbezahlt, dann ist Gehalt wieder weg, dann wird wieder den ganzen Monat alles von Klarna bezahlt und dann... Nächster Monat wird wieder das Klarna abgezahlt vom Gehalt. Das ist so ein Hamsterrad. So, ne? Das ist irgendwie so. Wollt ihr noch irgendwie den Leuten da draußen irgendwas mitgeben oder... Geht gut mit eurem Geld um und legt euch viel zurück auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr wichtig. Ja, ich halt eigentlich muss ich die Fresse halten, weil ich wurde absolut gefickt vom Finanzamt, ne? Ich muss so geisteskrank viele Steuern zahlen. Deutschland und Steuern ist hart. Falls ihr irgendwie mal Probleme habt oder so. Alexander ist der Beste, ich liebe dich. Moin, hi, wie heißen hi, Sie? Annette. Oh. Ich habe eine Frage an. Okay, mit der älteren Frau jetzt bin ich gespannt. Ja. Oder darf ich sie duzen? Ja, klar. Okay. Annette, ich habe eine Frage an. Ja. Und zwar, es geht heute um das Thema Finanzen. Wir schauen gerade, wie viel Geld die Hamburger Otto-Normalverbraucher so auf dem Konto haben. Und da mal einmal erstmal die direkte Frage an dich. Wie viel kriegst du nichts von Eltern, Jan, damals Wohnung und so? Digga, ich bin vor einem Jahr ausgezogen. Ich habe für diese ganze Wohnung nicht einen Cent von meinen Eltern bekommen. Sei es die Einrichtung, sei es die Kaution, sei es die Miete, sei es irgendwas. Ich habe seit ich 18 bin nicht einen Cent von meinen Eltern bekommen für nichts. Ich verlang's aber auch gar nicht. Ich will's auch nicht. Warum so? Ich brauch's ja nicht. Alles selber. Alles komplett selber. Wie viel Geld hast du aktuell auf dem Konto? Ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil ich keine Hamburgerin bin. Oh, okay. Also ganz schlecht, ich bin Süddeutsche und da ist die Lage natürlich eine ganz andere. Ja, aber dann schneiden wir das mal mit Hamburg raus, dann die an die Süddeutsche hier. Oh je, wie läuft es da so? Es läuft ganz gut, allerdings kurz vor dem Urlaub, ist es dann auch nicht so üppig. Okay, ich verstehe. Also, du möchtest nicht direkt sagen, was du da drauf hast. Verständlich. Ja. Da mal eine grundsätzliche Frage. Schade, ja, ich habe gehofft, die sagt, was sie am Konto hat. Frage. Wie gehst du denn mit deinem Geld um? Also, wie investierst du dein Geld in irgendwas, was du monatlich ausgeben kannst? Oder wie auch immer du möchtest. Wir lassen dir die Wahl. Ich glaube, ich bin gerade richtig broke. Ich muss einmal gucken. Okay. Schau einmal. Oh, Sparkonto. Sparkonto mehr, aber so monatlich ausgeben kann ich noch 2,46 €. Einfach 2,46 € am Konto. Klarna, ganz gefährlich, auch wegen Schufa. Boah, ich sag dir, es gibt Leute, die haben Schufa-Einträge wegen Klarna, ne? Also Klarna ist echt ganz gefährlich. Ich benutze Klarna auch fast gar nicht.
Was ich ganz oft benutze, ist dieses PayPal nach 30 Tagen zahlen. Das benutze ich oft. Einfach so, weil ich mir denke, kein Bock, das jetzt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Klarna benutze ich eigentlich fast gar nicht. Okay, okay. Würdest du vielleicht sagen, was du auf dem Sparkonto hast mit 15 Jahren? Ich glaube lieber nicht. Okay, 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 verständlich. Aber es ist gut. Es ist. Mashallah, mashallah. Das ist gut. Auf jeden Fall vierstellig. Sparst du dir das Geld selber so zusammen? Oder ist das so ein Sparkonto, was deine Eltern für dich erstellt haben? Ja, so erstellt haben meine Eltern das, als ich klein war. Aber du zahlst dann auch komplett? Ich zahl monatlich dort ein bisschen was ein. Okay, nice. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe 1.000. Du hast 1.000 Euro? Ja. Was macht für Führerschein. Für Führerschein? Ja. Hast du so das Geld zusammengespart und das jetzt... Okay, okay, nice. Was macht... Macher. Ich sag, oh, das habe ich damals auch bezahlt bekommen. Das habe ich, glaube ich, zum Geburtstag sogar geschenkt bekommen. Mein Führerschein, den habe ich nicht selber bezahlt. Führerschein haben meine Eltern damals gezahlt für mich. Deswegen, Kuss geht raus an meine Eltern. Aber Führerschein selber bezahlen, Macher. Sehr gute Mentalität. Was, oder besser gesagt, was ist euer Ziel gerade aktuell beruflich zu machen? Oder macht ihr schon was beruflich? Ja, hast du eine Amex? Yes. Yes. Erzieher. Also SPA, ja. Meine Eltern haben mich da reingebracht. Okay, okay. Und das machst du dann immer, das macht man ja ein Jahr lang? Ja, also bei mir jetzt 2 Jahre. Ah, okay, okay. Ja. Aber cool, das ist auch ein schöner Job, ist auch was Schönes. Ja. Und was, wie sieht es bei dir aus? Also ich gehe noch normal zur Schule, werde mein Abi machen, aber nebenbei arbeite ich bei meinem Vater, der ist selbstständiger Friseur. Ah, und dann schneide ich da halt manchmal so Haare. Und dann halt so bei Freunden ein bisschen. Ne? Okay, wild, Jungs, danke euch. Das war's schon. Wollt ihr noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße meine Mama. Ehrenmann. Korrekt. Nein, ich nichts. Ich nicht. Ich grüße nicht meine Mutter. So, jetzt haben wir die Boys hier mit dem Edgar Cut. Das war bei dir? Genau. Sorry. Ist das ein Edgar? Das ist doch kein Edgar, oder? Wie heißt ihr? Rabbi. Alan. Alan, wer seid ihr? 16. Auch 16. 16, okay, okay. Young Boys auf jeden Fall, Young Ins hier am Start. Machen wir es mal direkt. Ihr habt gerade zugehört, ihr wisst schon, was abgeht. Ja. Wie viel Geld habt ihr auf dem Konto? Mit wem fangen wir an? Mit dir? Also ich habe persönlich kein Konto, mein Oma hat ein Sparkonto für meinen Führerschein. Aber sonst kein eigenes Konto, nur zur Tasche. Hä? Mit 16? Ich weiß nicht, Chad, mit 16 hat man doch ein eigenes Konto, oder? Also ich hatte auf jeden Fall mit 16 ein eigenes Konto. Ich hatte schon in der 5. Klasse ein eigenes Konto wegen Mensa. Damals in der Mensa an der Schule brauchte man so eine Karte. Deswegen hatte meine Mutter damals ein Konto, glaube ich, gemacht, irgendwie so. Taschengeld. Ah, okay, okay. Entspannt. Also kriegst du monatlich immer Geld von deinen Eltern? Ja, so wenn ich rausgehe, so spontan, so mal 10er, dies, das. Ah, okay. Legst du dir das auch zur Seite, oder? Boah, Digga, da kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, dass ich so Taschengeld bekomme. Das ist schon wieder so lange her, ne? So Taschengeld oder, yo, Papa, ich gehöre in die Stadt, kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld geben? Krank, ey. Das waren Zeiten. Also ich habe meine Eltern geben mir immer Geld, wenn ich rausgehe. Meine Oma hat immer so ein bisschen Geld zur Seite gelegt, wenn ich mal so Klamotten kaufen möchte oder sowas. Ja, süß. Süß auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir, ich habe ein Konto, wenn ich 18 bin, darauf kann ich zugreifen. Ist so ein 1000er Bereich, aber genau möchte ich nicht so gerne sagen. Oh, okay, okay, okay. Das ist der Rich Kid von der Gruppe hier. Also du hast ein Konto, jetzt gerade aktuell. Ja. Du darfst aber jetzt nicht drauf zugreifen. Ah, aber ich kenne viele Leute, die das haben. Die so Konto haben, dass sie dann mit 18 bekommen. Nein, erst mit 18. So, wie ich es jetzt interpretiere, ist, dass deine Eltern dir ein Konto angelegt haben. Genau. Und da scheinbar Geld reinzahlen. Genau. Und das darfst du nicht anfassen. Nein, noch nicht. Erst ab 18. Noch nicht. Und wie alt bist du bisher? 16. 16. Also in 2 Jahren darf er es anfassen. Genau. Und das liegt im, meinst du gerade im oberen, also schon hoch? Schon relativ gut. Schon relativ höher als der Boy? Ja, natürlich. Natürlich, sagt der Digga. Oha, oha, okay. Also der Boy gerade davor hatte schon einen guten, beachtliche Summe auf dem Konto. Also geht's bei dir schon ins Fünfstellige dann? Ja, ich sag nichts dazu. Okay, okay. Wir wollen dich natürlich auch nicht überholen. Bruder, macht einfach größtes Geheimnis, das Kontostand, ja. Wir helfen hier mit Fragen, aber mal jetzt mal so eine Frage an dich. Wenn du 18 bist, was hast du vor mit dem Geld zu tun? Das Geld investieren. Investieren. In Aktien. In Aktien? Genau. Okay, okay. Und dadurch erhoffst du dir, dass du es vermehrst? Natürlich. Mache aber Aktien. Gibt es dann noch irgendwas, wo... Natürlich Leben genießen. Leben genießen. Aber nicht einfach Geld unnötig zu viel ausgeben. Okay, okay. Manchmal gehe ich selber nicht so gut mit Geld um, weil muss man eigentlich schätzen, was man hat, so, was Papi hier und so gibt. Und ja. Okay. Digga, korrekt, warte ich, Jungs. Wollt ihr noch was in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Ich grüße meine Mama. Ich grüße die 5-8er. 5-8er. Ey, Jungs, die 5-8er, ich grüße euch alle. Okay, okay. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Karim. Oh, jetzt geht's ab. Jungs, seid ihr angeschnallt? Seid ihr angeschnallt, Jungs? Seid ihr angeschnallt? Karim,
Wir hatten Karim beim letzten Wie viel ist dein Auswärtsvideo? Vielleicht kennt ihn da der ein oder andere. Das wird euch auf jeden Fall raten, euch das Wie viel ist dein Auswärt mit Karim als erstes anzuschauen, bevor ich das Video hier anschaut. Sehr, sehr wichtig. Jetzt im Nachhinein irgendwie voll weird, weil ich weiß es nicht, es haben halt nur alle geschrieben, dass jedes einzelne Piece davon fake ist. Ist es irgendwie weird. Dann könnt ihr hier und da nochmal ein paar Sachen besser interpretieren und verstehen. Karim, wir hatten nicht mal Wie viel ist dein Auswärt. Dein Outfit hat mehr als 35.000, 40.000 Euro gekostet. Ich bin mir gerade unsicher. Karim, da mal die Frage. Wie verdient, also das ist ja sehr viel Geld. Warte, war der nicht Altenpfleger oder so? War doch irgendwie Altenpfleger oder sowas. Ja, das ist viel Geld auf jeden Fall. Wie viel Geld hast du da auf dem Konto? Ich frag dich da mal einfach ganz frech. Ja, also momentan gar nichts. Ich mache einen Kontoumzug. Also ich habe jetzt auf dem Konto 173 Euro. Okay. Genau, aber halt, weil ich einen Kontoumzug mache, das ist halt quasi... Was macht der? Ein Kontoumzug? Was ist ein Kontoumzug? Also er wechselt von Sparkasse zu Commerzbank oder wie? Hä? Da muss man doch nicht alles... Hä? Quasi jetzt für die Lastschriften, die noch eingezogen werden. Also ich mache jetzt einen Kontoumzug. Ich habe ein neues Konto bei der Volksbank. Mhm. Das heißt, mein Konto jetzt, wo ich jetzt bin bei der Sparkasse, habe ich gekündigt. Ach so, okay. Und ich habe sowas wie Telefonverträge, Rechnungen halt, die gezahlt werden müssen. Und deswegen habe ich halt nur noch diese 200, 300 Euro auf dem Konto draufgelassen. Aber wo ist das ganze andere Geld? Wenn ich darf auch fragen. Ach, Digga, jetzt kommt's. Ob das stimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht stimmt's ja sogar echt, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich habe auch schon Kontoumzüge gemacht und da habe ich nie mein ganzes Geld abgehoben. Du kannst einfach alles rüberüberweisen irgendwann. Du kannst ja warten, bis das Konto ready ist, dann kannst du einfach rüberüberweisen. So. Ja. Ein Teil davon, das habe ich hier in meiner Tasche. Okay, jetzt kommt's. Das oh nein, hol's nicht raus. Hol's bitte nicht raus. Hol's nicht raus, nein. Das ist mein Bargeld. Oh mein Gott, wie kann man so durch die Stadt laufen? Also Real Talk, wie kann man mit so einem Batzen durch die City laufen? Da, hä? Dann noch so in so Haargummis gewickelt und so. Das ist quasi mein Bares jetzt, was ich jetzt hier mit... Einfach so rausholen in diesem YouTube-Video. ...habe, ungefähr genau. Hauptsache er da hinten denkt sich so, Bro, what the fuck, Mann. Und ich denke mir auch gerade, Bro, what the fuck. Ja, und ich denke mir auch gerade, Bro, what the fuck. Und ansonsten, genau. Wie viel ist das? Was glaubt ihr, Chat? Was glaubt ihr, was das ist? Was sagt euer Ticker-Auge? Ich sag das, ist glaube ich gar nicht so viel. Ich sag, das sind 3.000 Euro. Bro, einer sagt 30.000. Chill mal, das sind 20er und 50er. Also 20 50er sind 1.000 Euro. 20 50er sind 1.000 Euro. Ich sag, das sind 3.000, 4.000 Euro. Kommen wir dazu, ich das vielleicht sagt das also ich auch. Beschäftige mich mit Daytrading. Okay. Daytrading. Und, genau, Trading halt allgemein. Währungen tauschen, Geld verdienen. Ja, und ansonsten habe ich auch noch, das war vor 2 Monaten, ein Pepecoin, habe ich mir was gekauft. Das war quasi auch so mein Sprungbrett aufs höhere Geld. Okay, ich weiß nicht, ob du den Meme-Coin mitbekommen hast, yeah. Das war so ein Meme-Coin. Ich hatte da irgendwie 600, 700 Euro drin und habe dann halt gemerkt, dass es hochgegangen ist, habe dann nochmal wieder was gekauft. Ich war mit quasi einer der Glücklichen. Ja, und das ist quasi... Okay, crazy. Im letzten Video hat er noch die ganze Zeit gesagt, dass der alten Pfleger war oder so. Der hat im letzten Video nicht, also in seinem letzten Video hat er auf jeden Fall nicht einmal erwähnt, dass er so Trading und alles macht, nicht einmal. Mir stellt sich gerade die Frage, warum du mit so viel Bargeld rumläufst, weil ich habe auch gerade tatsächlich ein paar Déjà-vus. Boah, was? 50.000, oder? 50.000? Ja, das war aber nochmal ein bisschen verrückt, also 50.000 Euro Bar ist natürlich... Pass auf. Guck mal, und das sind 50.000. Digga, der hat hier einen Batzen 50er, so einen fetten Batzen 200er. Das ist der. Das ist nochmal, Digga, das ist wirklich Knacks des Grauens. Das letzte Mal, wo jemand Bargeld aus der Hand genau, hatte. Nein, nicht Altenpfleger. Der arbeitet im Einzelhandel, macht die Tür auf. Genau, der ist so chefmäßig. Also nicht Chef, aber. Ausgeholt hatte. Das war. Da können sich, glaube ich, viele dran erinnern, welches Video das war. Deswegen, ich habe gerade ein bisschen so Déjà-vus, so nach langer Zeit jemand so einen Batzen Bargeld. Nein, bei Leon gab es auch mal so einen, warte mal. Der hat auch so Batzen rausgeholt. Ja, oh mein Gott, das ist das. Ja, man sieht auch hier, du hast hier ordentlich eingekauft, bist du bei... Für 450. Ja. Bin ich jetzt hier ein? Ich habe noch ein bisschen Bargeld.
Digga, ihr müsst euch geben, das Video ist schon fertig, er blendet den Gesamtbetrag ein und dann kommt dieses, ich hab noch ein bisschen Bargeld. Was hast du für die Cappy nochmal bezahlt? 210. 210 Euro. Okay, hast du noch irgendwie was? Nein. Okay, Leute, Gesamt. Was geht jetzt ab? Outfitpreis blende ich jetzt hier ein. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Bargeld hast du auch noch? Ja. Zeig mal, ja. Hast du einen Batzen oder wie? Boah, aber der... Digga, der zeigt aber so 10er und 20s. Digga, das sind vielleicht 50 Euro oder so. Er sagt so, ich hab noch ein bisschen Bargeld. Läuft, wo geht's gleich hin, Digga? Europa-Passage, bisschen einkaufen. Bisschen einkaufen? Ja. Wohin? In der Europa-Passage? Calvin Klein. Calvin Klein? Ja. Paar Boxershorts, ne? Jo. Für die Mädels, ne? Mhm. Ja, okay. Chiller. Verlier dein Geld bloß nicht, ne? Nein. Ja, okay, Joel, das ist aber ein teures Outfit, ne? Ja. Das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Wie machst du das? Du hast ja auch hier so viel Bargeld mit. Ja, ich arbeite als Schiedsrichter. Als Schiedsrichter? Ja. Nice. Okay. Mein Lieblingsschiedsrichter, Joel. Digga, das ist krank. Ich will nicht wissen, also wirklich kein Hate an ihn. Ich will nicht wissen, wie der gemobbt wurde in der Schule, ne? Nach diesem Video. Bargeld raus und nein Leute, ich habe ihnen das Bargeld nicht gegeben. Sehr wichtig zu erwähnen. Ich habe nicht mitbekommen, was du da meinst. Nee, achso, das kommt da auf jeden Fall zustande, weil ich habe das Konto quasi bei der Bank eröffnet. Aber ich habe jetzt momentan leider noch nicht Zeit gefunden, selber nach dem Kontoeröffnungstermin hinzugehen und einzuzahlen. Okay, und ich warte halt noch. Also ist das jetzt. Aber warum zahlt man sein Geld denn aus? Also, Bro, du kannst einfach warten, wenn das Konto geöffnet ist bei der Volksbank als Beispiel. Denk, dann überweist du einfach alles rüber. Habe ich auch so gemacht. Das Ganze, was du... Genau, besetzt. Was ich normalerweise auf dem Konto habe. Genau. Okay, okay. Dann musst du auf jeden Fall aufpassen, wo du hier... Ich hatte natürlich jetzt mit dem Coin noch mehr Geld gehabt, aber das ist halt auch für... Auch wichtig, aber das zu erwähnen, so. Bin für einiges draufgegangen, sage ich mal. Okay. Ich habe so meine Wohnung komplett neu renoviert. Verstehe. Die Pieces reingeholt, dann war ich noch ein paar Mal in der Türkei unterwegs. Hab da Verwandte... Ja. Jetzt wissen wir, wo das alles her ist. Jetzt wissen wir, wo alles her ist. Er hat sich selber verraten. Das war der Türkei-Urlaub. Besucht. Krass. Ja, auf jeden Fall interessant. Und wie viel Geld waren es eigentlich jetzt? Wie viel hattest du jetzt? Ungefähr 8.500, glaube ich. 8.500, okay. Und du bist 20? Genau. Der Bruder trägt, by the way, hier noch eine 30k skelettierte, Katja Santos. Genau, gut. Auf jeden Fall, Leute, nicht mit also, so viel Bargeld rumrennen. Also du hast auf jeden Fall deine, also du könntest jetzt, wenn du möchtest, auch ganz schnell wieder an viel Geld kommen. Wenn du jetzt, sag ich mal, hier die Uhr verkaufen würdest, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht machen. Eben, aber genau. Du hast, also ich schätze mal bei dir, wie viel... Ich hatte sicherlich bestimmt einen Wertverlust, denke ich mal, von ein paar tausend Euro. Aber immerhin habe ich dann noch immer das Geld dann trotzdem wieder mehr drin, als ich auch vorher habe, denke ich mal. Also. Ja, also ich meine... Das Ding ist, er ist eigentlich nicht mal so cringe. Also er ist jetzt nicht irgendwie... Er redet jetzt nicht irgendwie unnormal Bullshit oder so. Also klar, er redet wahrscheinlich irgendwie Bullshit, aber er ist als Person jetzt nicht irgendwie cringe so. Checkt ihr, was ich meine? Der ist jetzt nicht irgendwie so, macht irgendwie auf übercool oder sowas. Also klar, der ist so weird und so, aber er ist eigentlich nett, sagen wir es mal so. So, checkt ihr, was ich meine? Der ist jetzt nicht so wie dieser eine, so mit diesem, ich hab noch ein bisschen Bargeld, so auf dieses unnormal komische. Ich sag mal so, die Uhr ist halt ein Gegenstand, was man auch trägt und natürlich verliert die auch am Wert, so. Eben, ich würde es jetzt nicht als Investition sehen, also wenn man es als Investition sieht. Tatsächlich nicht, das ist so eine Uhr, die trägst du, einfach weil du... Also seine Tattoos waren auch geistkrank, ne? Der hatte irgendwie Louis Vuitton-Logo oder sowas tätowiert, also... Bock drauf hast. Genau, und... Also ich denke aber, auch der Wiederverkaufswert der Uhr ist trotzdem sehr hoch und... Auch sehr gefragt noch immer, weil bestimmt momentan viele Leute die noch immer haben wollen. Also ich denke, dass da... Ich weiß gar nicht, weil wie viel werden die Uhren gehandelt? 25, 30 so ungefähr aktuell? Ungefähr 25, 30. Ja, so. Ja, cool. Was würdest du denn jetzt hier anderen, jüngeren Leuten als Tipp mitgeben? So? Jetzt kommt's. Bruder, gib mir den Tipp. Gib mir den Tipp, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Ja, versucht auf jeden Fall nichts unversucht zu lassen, sondern versucht's einfach und wenn ihr... Ja? Valid, sehr guter Tipp. Kann ich nur wiedergeben. Wenn ihr Business machen wollt und ihr müsst da vielleicht zum Beispiel Geld für investieren, dann macht's einfach, weil mehr als auf die Fresse fliegen könnt ihr nicht. Das habe ich auch schon gehabt, wo ich angefangen habe, das Traden zu lernen. Mhm. Ich habe 2000 Euro in den Sand gesetzt am Anfang, bis es dann halt funktioniert hat. Es ist halt das... Jungs, so ist auch, by the way, bei Tipico so. Wenn die ersten Scheine nicht kommen und ihr verliert irgendwie 100, 200, 300 Euro, Jungs, dann macht einfach weiter, weil irgendwann wird der Schein kommen, der euch nach Amerika bringt. Wenn, ne, das ist Schlussfolgerung seines Satzes.
Beispiel, Tipico. Wenn das nicht kommt, weitermachen. Learning, was man die ganze Zeit haben muss. Man muss lernen. Muss er sagt, Alkohol, Bruder, sorry. War ernst gemeint von mir gerade. Und irgendwann dann kommst du dann einfach, oder es kommt halt nicht so. Vielleicht haut Karim ja auch irgendwann mal so ein paar Trading-Kurse raus für euch. So. Könnt ihr euch ja gerne anmelden. Aber danke dir, Karim, dass du mitgemacht hast, Bro. Crazy, dass er sein Geld hier rausgeholt hat. Pass bitte auf und lass es da drin. Außer fürs Thumbnail gleich. Aber lass es trotzdem. Oh nein, das heißt, er hat gleich extra mal so ein Bild gemacht fürs Thumbnail. Alter. Digga, das heißt, der hat sich dann in Hamburg da so mitten auf die Straße gestellt, so gemacht, sein ganzes Geld so hingehalten vor allen Leuten und dann machen so piu, 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 piu. Okay, ich bin gespannt auf die YouTube-Kommentare. Das wär's in dem Video, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ich bin gespannt, ich lese mir das durch, was ihr schreibt. Das wär's dazu. Am besten, keine Ahnung, fangt mit Trading an, ne, wisst ihr selber. Haut rein und ciao.